Oh, es wird schon wieder dunkel. Mann, 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 Mann. Die Zeit vergeht aber heute ratzfratz. Das ist ja sehr schön. Aber. Oh. Das habe ja kein unendliches Wasser. Bevor wir schlafen gehen, machen wir natürlich jetzt erstmal den Pool hier fertig. Selbstverständlich. Oh. Da ist aber irgendwie unendlich Wasser anscheinend. Irgendwo gibt's da. Ja. Normalerweise müssten wir. Warte, ich muss mal noch mal eben testen, ob das funktionieren würde, so wie ich mir gerade denke. Deswegen muss ich mal einmal kurz hier dicht machen. Und ich sollte mal hier die Tür zumachen, ne? Oh, da sind schon Creeper. Die waren schon sehnsüchtig auf uns. Ich will nämlich hier. Und dann hier. Wieso habe ich kein unendliches Wasser? Ja, komisch, ne? So, jetzt habe ich auch unendlich Wasser. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt die Dinge abreiße. Dazu mache ich mal eine Steinaxt wieder. Damit es ein bisschen zügiger geht. Machen wir uns direkt mal drei Stück. So, gehen wir mal wieder her. Okay. Ich höre die Spinne. Es ist genau das Ergebnis, was ich mir haben wollte. Perfekt. Einfach perfekt. Alles überall ebenes Wasser. Das ist das Ergebnis, was ich haben wollte. Oh. Die Wasseroberfläche. Dann dauert mir das Ganze hier ein bisschen zu lang. So. Alles einsammeln. Einmal. So. Ja, doch. Das sieht doch schon mal absolut verschärft aus. Dann mache ich jetzt hier nochmal einen kleinen Nebeneffekt. Machen wir mal dahin, dahin. Soll ja, oh, ist das eigentlich symmetrisch? Weiß ich gar nicht. Nö, absolut nicht. Ja. Doch, doch, doch. Ist, wenn ich jetzt hier mache, das ist eigentlich so frei Schnauze gemacht worden. Ich habe gar nicht abgezählt, aber das scheint symmetrisch zu sein. Ich bin verwundert. So. Das soll jetzt nur kein Gimmick sein. Mehr nicht. Ja gut, die Treppen habe ich jetzt nicht gebraucht, aber die verbrauchen wir jetzt mal für was anderes. Machen wir hier nämlich eine kleine Couch hin, wo man sich gern hinsetzen kann. So. Oh. Hallo. Hallo. Hast du mich gesichtet? Hallo, Creeperlein. Oh. Frame Drops. Ui. Na, war aber nicht lang. Gut. Dünne Platten bräuchte ich jetzt einmal. Die Bretter nehme ich jetzt dafür einfach mal. Holzstufe? Nee, ist zu dick eigentlich. Druckplatte? Ja, das bringt mir auch nichts.
Das war ein Half-Step dann, ne? Ich das so mache. Ne, eine Falltür. Oh. Da ergibt nichts, war klar. Ja, müssen wir mit David mal versuchen. Zäune bräuchte ich jetzt. Zäune, Zäune, Zäune. Zäune aus Stäben. Ich kann mir die Rezepte manchmal gar nicht merken. Vier Stück brauche ich. Eins, zwei. So. Oder ich mache das so breit, dann kann ich ein. Ja, dann kann ich das nämlich. Kann ich nämlich einen hier hin und einen dahin und einen dahin und einen dahin. Und setz mal die Platten da oben drauf. Wenn das so klappt, wie ich mir denke. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Das ist ein bisschen zu hoch. Würde ja nur gehen, wenn es diese Höhe hätte. Aber die. Oh. Oh. Zu hoch. Viel zu hoch. Ich weiß, dass es auch dünnere Platten gibt. Wie waren die nochmal? Wie waren die nochmal? Ich habe die noch nie gebaut. Die habe ich noch nie gebaut. Deswegen weiß ich halt leider nicht. Da muss ich nochmal in die Minecraft-Wiki gucken, wie das geht. Na, jetzt sind die da ja verloren. Auf jeden Fall gucke ich das nochmal, wie das geht. Will auf jeden Fall hier eine dünne Platte draufziehen. So, hier einen schönen Wohnzimmertisch haben noch. Genau, dann machen wir auch schon mal hier. Nicht dahin. Zumindest nicht so rum. Dann haben wir hier so eine gemütliche Runde. Dann brauche ich die hier nochmal. Zack. Dann haben wir hier eine kleine Ecke. Ja, wenn der Tisch mal wäre, dann muss ich mal gucken, wie man nochmal vernünftig einen Tisch baut. Wir haben jetzt hier fast die ganze Nacht durchgeackert. Für die 3 Sekunden brauchen wir jetzt auch nicht schlafen gehen. Aber da hat doch schon was Vernünftiges. Das sieht doch schon mal eigentlich gut aus. Ja doch, das gefällt mir. Obwohl. Wenn ich da einen weiter nach hinten ziehen würde, wäre das zu eng, glaube ich, ne? Naja, lassen wir so, das lassen wir jetzt so. Da passt schon so. So, jetzt dann machen wir uns mal fertig für die große Abenteuerreise. Fleisch, oder zumindest Essen. Ja, mit Essen haben wir natürlich ein Problem. Also ich habe nochmal geguckt. Das hat eigentlich so, sollte eigentlich so funktionieren, wie ich mir gedacht habe. Ah ne, ich muss hier unten drauflegen, dann kann ich das öffnen. Alles klar. So war das. Okay. Können wir nämlich mehr mitnehmen. Was brauchen wir da unten? Wir machen uns mal Spitzhacken. Jede Menge. Machen wir 5 Stück mal. So. Oh. Oh. Schaufel haben wir da noch drin. Eimer nehmen wir auch gleich mit. Ja, ich muss auf jeden Fall. So. Ja, die können wir jetzt nicht zu. Ne, die können wir nicht mal zu vollen verarbeiten. Obwohl, eigentlich habe ich selbst sind eigentlich echt komisch. Hör ich eigentlich vom Kacklied? Wobei, Multimedia-Tasten funktionieren gerade nicht. Oh, Gottes Willen. Oh, wow, 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 wow.
Was haben wir noch hier drin denn? Da haben wir eigentlich auch noch eine. Genau, wir werden eine Eisenspitzhacke machen. Warum nur eine? Falls wir Diamanten finden. Nur dafür verwenden wir die dann. Weil Eisen ist mir im Moment noch ein bisschen zu kostbar. Wir machen, ja, Rüstung könnte man eigentlich uns machen. Bin ich gerade ziemlich eigenwillig. Wie viel Leder haben wir denn? Ja, eins. Gut. Können wir uns super eine Rüstung rausmachen. Was machen wir jetzt? So, packen wir erstmal hier die Sachen rein. Die hier, damit sie hier nicht so doppelt und dreifach rumfliegen. Achso. Die brauchen wir nicht, alle auch nicht. Das brauchen wir nicht. Das auf jeden Fall nicht. Das kann weg, das kann weg. Ja, doch, das passt dann. Die geht mal hier drauf. So viele Äxte brauchen wir eigentlich da unten gar nicht. Nee. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Fleisch nehmen wir sowieso mit. Die Fensterscheiben brauchen wir da unten auch nicht. Ja, da haben wir hier noch was drin. Die Äpfel nehmen wir mal mit. Also doch. Ach so, wir müssen uns. Ah, seht ihr, da. Da sehe ich schon, dass wir uns unbedingt neue Schwerter bauen sollten. Dazu brauchen wir neue Stäbe mal. Mein Gott, ich habe gerade einen richtigen Frosch im Hals. So werden Schwerter gemacht. Ich hoffe, Vollhorst. Machen wir so. So, dann machen wir die runter. So, dann haben wir das. Obwohl, so viele Schwerter brauchen wir gar nicht. Ich denke mal, das sollte reichen. Haben wir ja eh mit.